Achtung! Offizier anwesend! So. Ein zweites Mal guten Morgen an euch. Guten Morgen! Guten Morgen! Ich hoffe, Sie haben sich alle schön eingefunden in Ihren Baracken, Zimmern. Man musste erst mal putzen. Ja, gut. Wie auch immer. Es wird standardmäßig sein, dass Ihre Baracken immer mal durchgeschaut werden. Ne? Bereiten Sie sich darauf vor. Das ist genauso wie zu Hause. Wird Ordnung gehalten. Bild hier. Genauso wie zu Hause halt. So. Wer irgendwas verloren hat, macht eine Meldung. Immer sofort und nicht erst später. Generell sollte darauf geachtet werden, dass nichts verloren geht. Gibt's. Wenn das öfter passiert, hat das auch Folgen. Wohin die dann aussehen, ganz unterschiedlich und auch abhängig von dem, was verloren wird. Soweit dazu. Generell hoffe ich, dass wir entspannte Tage, entspannte Wochen haben in nächster Zeit hier im Einsatz, kann ich das aber natürlich nicht vergewissern. Demnach, wir haben heute erstmal einen recht leichten Auftrag. Trotzdem werden wir in voller Kampfmontur rausgehen. Will niemand mit seiner Feldmütze sehen. Jeder hat seinen Helm auf und seine Weste an. So. Dennoch gilt, wenn Zivilisten, die nicht in irgendeiner Weise feindlich sind, selbst wenn sie einen Baseballschläger in der Hand haben, ihre Waffe bleibt unten. Immer. Es sei denn, der Gegner oder der Zivilist, sage ich jetzt, hat ebenfalls eine Waffe in Form. Im Verhältnis steht zu der ihren, die MG36, also sagen wir mal eine AK, dann hat das natürlich andere Voraussetzungen, dann sind sie auf jeden Fall zu ihrem Eigenschutz angewiesen, dem Gegenüber sofort Anweisungen zu geben, sich auf den Boden zu legen und sich zu entwaffnen. Aber Pfefferspray und sowas, nicht ihre Waffe hochnehmen. Gehe ich sofort auf der Mütze vom Major oben, erstmal vom Hauptmann dann. Und dann werden wir am Ende nach hinten versetzt, irgendwo in die langweilige Wachportorien. Und das wäre auch nicht mehr von Ihnen hier. Klingt zwar toll, aber sage ich Ihnen, ist nicht toll. Habe ich schon mal gemacht. So, weil Sie bis dato hier einen guten Job gemacht haben, werden Sie, nachdem ich Sie gleich entlasse, oder später entlasse, nach dem LAD, Zeit haben, einmal einen Snack aufzunehmen. Hat jeder Soldat 5 Minuten. Immer 5 Soldaten dürfen sich gleichzeitig in der Kantine aufhalten. Der Rest rüstet sich aus und danach geht ebenfalls in die Kantine für den Rest. 5 Minuten, nehmen Sie sich einen Snack auf, was auch immer, stärken Sie sich kurz. Kaffee trinken oder so, ne? So, ebenfalls wird der Spieß da auch mal was dazu sagen, was aufgenommen werden muss und nochmal ein paar generelle Anweisungen. Auch hier zum Briefing sage ich nochmal was, hier wird sich noch ein bisschen was verändern. Ein paar mehr Stühle bekommen, damit langfristig hier niemand stehen muss. Mag ich nicht. Des Weiteren wird den Mannschaftern die Tische weggenommen. Alle Tische, die vorne stehen, für abgesessene Gruppenführer und Teiltruppführer gedacht, damit die mitschreiben können. Hinten ohne Tische sitzen Mannschafter. So, ist nicht so schwierig, sollte einfach gelernt sein. Sonst kennen sie das ja hier alles. Vom Ablauf her. So. Wir haben leider heute keine Karte hier, aber stellen Sie sich vor, wir haben heute einen kleinen Patrouillenauftrag nur, wir rücken auch ohne Fahrzeuge aus. Also sind wir in zwei größeren Gruppen unterwegs. Wir laufen in der Regel auch in der gestaffelten Kolonne einfach nur, wo die Crew sich immer irgendwo in der Mitte der gestaffelten Kolonne aufhält. Wir haben insgesamt 4 Wegpunkte abzulaufen, sowie 2 Zwischenziele. Zulu Zulu 1 ist ein kleines Dörfchen und Zulu Zulu 2 ist nirgendwo ein Point of Interest. Ich habe nicht weiter große Informationen gekriegt, was das ist, aber das ist auf jeden Fall da vermehrt Aufmerksamkeit. So, wir laufen größtenteils über Straßen, teilweise laufen wir dann auch durch dickeres Gelände. Woods of Engagement habe ich ja gerade schon leicht angesprochen. Erstmal Waffe immer unten halten, wir erwarten keinen direkten Feindkontakt heute. Sind nicht im Feindgebiet. Dennoch kann es natürlich zu jedem Zeitpunkt passieren. Halten Sie demnach Ihre Augen immer offen. Wenn ich jemanden sehe, der hier im halben Interesse irgendwo was macht, den schicke ich laufen. Und nicht nur eine Runde. Soweit dazu. Generell
planen wir heute für 1 bis 2 Stunden, denke ich mal, für den Einsatz an. Ab dann haben sie frei. Dürfen sie entweder das Fitnessstudio bei uns hier nutzen oder legen sie sich schlafen, wenn sie müde sind. Wir sammeln uns heute Abend wieder dann zum gemeinsamen Essen. In der Kantine, Gemeinschaft stärken. Dann geht es auf die Zimmer und schlafen. Morgen früh geht es dann früh raus und dann werden auch die ersten Wachen eingeteilt, weil wir dann ganz langsam, aber sicher alleine hier den Standpunkt übernehmen. Das wird aber dann morgen durch den Spieß nochmal bekannt gegeben. So. Damit übernimmt der Spieß mal, was ihr eure Ausrüstung angeht. So, kurz mal Ohrenspitzen. Also erstens mal wegen dem Mattverlust. Es kann nicht sein, dass wir schon am ersten Tag ein Zelt verlieren und eine Feldmütze. Ist mir scheißegal, wer es verloren hat oder wie es passiert ist. Passen Sie auf Ihr Material auf. Ja, das ist alles Mattverlust und Geld, das uns irgendwo dann auch irgendwann mal beim Essen fehlt. Ja, tragen Sie Sorge zu Ihrem Material. Wenn Sie das nicht schaffen, endet das darin, dass ich jeden Abend eine Mattkontrolle mache. Und Sie können sonst gern 1-1 Bravo mal fragen, wie toll Mattkontrollen sind. Ja? Die lieben Sie nämlich auch nicht und ich hasse es, Mattkontrollen machen zu müssen, weil es unnötig ist. Weil ich Ihnen glaube, dass Sie es hinkriegen. Ja? Eine Ermahnung gibt es jetzt, bei der zweiten muss es Konsequenzen setzen. Ja? Deswegen auch nochmal von mir Hinweis an die an die Gruppenführer, aber auch speziell an die Stelfs. Ja? Helft euch gegenseitig, guckt, dass eure Männer den Scheiß immer beisammen haben. Ja? Stubendurchgang vorher war gut fürs erste Mal. Ich habe die Punkte angesprochen, die mich gestört haben. War nichts Dramatisches dabei. Gucken Sie, dass Sie beim nächsten Stubendurchgang das dann verbessern. Gut, zum Ausrücken. Wir nehmen Kampf komplett mit. Was heißt das? Splitterschutzweste, Helm, ja, das ganze Primborium. Also alles. Gilt auch für die IT-Leute. Ihr habt eine Panzerfaust dabei. Ja. Gut. Dann nachher zu mir ins Büro. Kommt noch der gefreite Monty. Jawohl. Gut. So. Schluss. Dann. 5 Freiwillige, die erst langsam gleich aufstehen. Will ich als erstes setzen hier an die Kantine. Dürfen sich dann kurz ihre 5 Minuten nehmen. Sitzen bleiben. Der Rest holt sich schon mal seine Ausrüstung und kann eventuell schon aufmunizieren beim Spieß dann beim Munitionslager. Danach wechseln der Gruppen. Die andere Gruppe rüstet aus. So, damit wegtreten. Gut, Unteroffizier Finn, Ihre Gruppe, kannst du erst Snack essen. Mal 1-1 Bravo, geht sich ausrüsten. Jawohl. Ausrüstungskontrolle wird durchgeführt durch den Obergefreiten. Verstanden. Und dann, meine Damen, guten Hunger. Gut. Hunger, Finn. Danke übrigens, dass wir wegen dir Ärger gekriegt haben, weil du deine scheiß Mütze vergessen hast. Wenn du das nochmal machst, dann kriegst du heute auch mit der Seife. Ich hab meine Mütze nicht vergessen. Ah, erzähl hier nicht, der scheiß Mütze. Ah, denk dran, die letzte Dusche geht nicht. Monty, hast du deine scheiß Feldmütze wieder? Nein. Die Cloud-Kontrolle wird doch mich gemacht gleich, hat er gesagt. Nee, bei uns jetzt nicht. Oh, der Gefreite macht der Essensausgabe. So, wer will noch nicht? Hier. Ja, ich möchte einmal einen Eintopf. Einmal einen Topf. Gefreiter Monty! Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Was? Wieso? Ich hab Ihnen vorher gesagt, Sie kommen zu mir. Ach, spielen? Jawohl! Ja, das ist nur kurz die Karte hier, weißt du, am PC. Unglaublich. Ja, komm, ja, dann komm her, dann nimm dir mal ein blaues Tablett, dann kriegst du jetzt zuerst hier einmal du. Ja. Oh Gott, was ist denn das hier? Wolltest du weiter lachen in der Ecke hagen oder wolltest du was essen? Ich nehm Kaffee und Schnitzel. Hier. Ja, kriegst du mal eine ordentliche Kelle. Yeah. Oh, was ist das denn für ein Schmodder, ey? Ja, da kann ich nichts für. Ja, danke, ich nehme noch einen Kaffee mit, ne? Ja, auch was Yuppie hier von dem köstlichen. So. Dreimann du, dreimann Yuppie. Ja, ich mit meiner Panzertruppe in der Mitte. Ist viel zu heiß. Werden uns dann zu Papa Papa Alpha begeben. Vom Laufen. Und dann entsprechend zu Papa Papa Bravo. Er hat nicht mehr mal einen Panzer da. Und werden Zulu. Ich glaube, jetzt wollen wir vielleicht lieber eine rauchen gehen draußen. Ja. Hier werden wir erstmal nur auf die Hauptstraße laufen, sollte irgendwas Verdächtiges sein, bist du entschlossen mit deinen 3 Mann die linke Flanke nehmen. Ich nix rauchen. Ich habe ja auch Glowes gesagt. Ich habe ja auch Glowes gesagt, wenn ich gehört. Ich rauche nicht, ich bin Panzerschütze, ich habe keine Zeit zum Rauchen. Okay. Tilly, ein Panzer? Komm, da wäre jetzt genug rauchen. Wenn du hinten drin sitzt, geht auch schon Drogo. Läuft das Ganze eigentlich ganz entspannt.
Ja, genau. Und dann vorher, dann gucken wir hier, je nachdem was abgeht, ob wir dann auffächern, ja? Na, Matti! Herr Feldwebel, Cannabose? Wenn nichts los ist. Gleich. Setz mal die Mütze ab, Monty. Ja, Feldwebel. Ja. Dann geht's halt zu Papa Papa Delta und dann hier auf den Feldweg rauf. Boah, und schmeckt mir fast scheiße. Ey, sag ich doch, das sieht aus wie Pampe. Ah, da muss ich die Stiefel nachher putzen, ja. Weißt du auch nichts? Wobei bei Zulu Zulu 2. Na, dann lieber nix, ey, bei der Pampe hier. Und sollen wir da vielleicht in die Breite wechseln, dass wir hier in sollen wir hier einen Aufstand machen oder warum ist das Essen so scheiße? Ja, höchstwahrscheinlich. Wird dann nicht der Leutnant nachher entscheiden. Ich werde ihn nachher dann noch fragen. Ja, gut, wir können ja sonst auch. Wenn Zuzu 2 aufgeklärt ist, geht's dann hier über den Feldweg Richtung Foxtrot. Da dann nochmal dasselbe Schema wie bei Zulu Zulu 1. Ja. Wo haben die denn hier das richtige Essen? Wo haben die denn hier das richtige Essen versteckt? Okay. Feldwebel kann am Rosa? Hi. Okay. Sofort zu mir ins Spießbüro. Ja, selbstverständlich. Oh, das wollte ich Ihnen sagen, Herr Feldwebel. Ja, danke. Bin dann brief die Jungs. Ja. Sie haben noch 2 Minuten Zeit zu essen. Wie war das? Obergefreiter? Nee, wie war das? Hat Commander Tuvok seine Mütze wieder? Ja. Und der Offizier Finn, wo haben die denn hier das richtige Essen versteckt? Bitte? Wo haben die denn hier das richtige Essen versteckt? Es kommt vielleicht noch. Ja. Also, lasst euch nicht ganz beim Essen stören, nur so ein bisschen grob mit einem Ohr hinhören. Wenn wir jetzt gleich die Ausrüstung haben, marschieren, nur grob, dass wir den Plan haben. Wenn wir die FOB verlassen, Moment, ihr habt gar keine Karte, gell? Nö. Das ist korrekt. Das Ganze eigentlich Schnuppe. Wir marschieren auf jeden Fall Richtung Osten. Da werden wir auf 2 Ortschaften treffen. Einmal Rogovo und einmal Pogorevka. Wissen Sie, wenn Sie gar keine Karte haben, bringt das eigentlich gerade sehr wenig, dass ich Ihnen das sage. Das ist auch korrekt. Wenn ich ehrlich bin, das interessiert uns auch ziemlich wenig. Na gut, dann essen Sie mal weiter. Dann nichts mit unserer Aufgabe zu tun. Dann futtern Sie. Ich brauch nur meinen Stab. Bis, danke. Yuki? Nee, passt schon, du kannst sitzen bleiben. Ist ruhig weiter. Es geht bloß darum, dass wir ja gleich dann in Schützenreihe marschieren. Dabei hast du dann den rechten Flügel. Und ich nehme dann den linken Flügel. Ich komm mit. Das heißt, auf deinem rechten Flügel läuft dann dein MG2 mit. Und der Grenadier. Scheiße. Und auf meinem Flügel läuft dann. Moment, ist ja bescheuert eigentlich, ne? Wir haben ja gar nicht so eine gerade Anzahl Leute. Warte mal. Umgefallen, Monty, beim Aufstehen oder was hast du gemacht? Ich komm hier nicht mehr raus. Wisst ihr eigentlich, was ich nicht verstehe? Anders. Yuki, du nimmst einfach dein. Deutsch? Russisch. Achso, warte, ist so kalt draußen, ihr müsst die Mütze aufsetzen. Ja, Mütze auf. Nicht, dass ich noch verliere und mir aus der Hosentasche fällt, nicht, Monty? Ja. Das ist ja eigentlich für Russen-Anhänger, ey. Sieht ja genauso scheiße aus wie die Baracken. Sack! Danke. Ja, bitte halten Sie noch mal einen Bezug. Kein Problem. Der Kabadose übernachtet. Ja, Sie noch eine neue Spülung. Boah, können wir meine Toilette zumachen? Wo ist. Das stinkt hier, ey. Meine Fresse, ey. Darf ich auch mal kurz an dir vorbei? Wo war denn unsere Stube? Hier. Aber kann es sein, dass die Tür schief eingesetzt ist? Nee. Doch, sieht irgendwie so schief aus. Muss ich auch nochmal umbauen. Bupp, eigentlich finde ich. Also, Zucker hat noch keine Mission angefangen, finde ich. Komplett Ausrüstung, hat wieder angesagt. Komplett. Hä? Hey. Hat der nicht irgendwas gesagt hier von. RPG? Hab ich hier, ne? Na, nicht rein. Was das denn wird? Johannes. So. Meint ihr das Zelt auch? Ja. Vielleicht müssen wir draußen bleiben oder so. Biwak. Ich nehm's mal mit. Zählt doch mir, der zockt 2 Stunden, haben wir unterwegs. Er hat gesagt alles. Ne, du weißt nicht, was kommt. Alles, dann war aber der Kampfflugsack A dabei. Das ist sicher nicht. Hä? Doch.
Wo soll mir den Rucksack hier lassen? Nein, alles. Komplette Montur. Alles sag ich doch. Dass ich besatze für den Panzer aus Kopfhörern. Monty, kommst du? Sekunde, ich wollte hier noch kurz Meldung machen. Herr Unteroffizier? Ja. Ich habe meine Feldmütze wiedergefunden. Das ist sehr gut. Sie machen mich stolz. Damit, dass sie mich nicht stolz machen. Okay. Na, wenigstens einer. Unteroffizier finden. Unteroffizier finden, melde. Stube 3 ausgerüstet. Held der Nation. Hast du die Tür zugemacht? Ja, selbstverständlich habe ich eine Tür zugemacht. Ah, das ist gut, ey. Also mal ein kleines Off-Topic. Es sieht ätzend aus, wenn man hier einen schwarzen Charakter hat und der macht diese automatische Gähn-Animation. Könnte ich ja reinschlagen, oder? Vorläufig. Also die anderen Truppen hat schon einen Rucksack. Erstmal Waffe schultern, bitte. Ja. Rauf mit der Waffe auf die Schulter, Jungs. Wird ja auch ein bisschen einheitlich aussehen. Wenn deine Truppe vollständig ist, können die dann auch antreten bei Munitionsausgaben? Ich sehe bisher 4. Oh, sehen wir auch, wenn sie vollständig. Wo ist der Rest? Fragen Sie ihn unter Obergestabsgefahren. Wo ist der Recht? Rest hingemarschiert. Hingeben. Zweiter Zug, wo ist der Rest? Ach, da sehe ich gerade, da fehlt noch die Abdeckung von der Lampe. Unteroffizier, ja, Unteroffizier, brauchen wir den Rucksack und zählt auch alles mit, oder was? Ja, wir gehen komplett alles reinpacken, was der Spinn zu bieten hat. Man weiß ja nie. Unteroffizier, finden, ich sehe gerade, da fehlt die Abdeckung von der Lampe da oben. Weiß, Schmutzki, dass sie das sofort nachher ändern werden. Ja, ich habe aber so eine Dings gar nicht. So eine Abdeckung. Bestimmt ein Hausmeister. Was? Wo ist der Hausmeister? Ich weiß nicht. Fragen Sie mal Spieß, ob da ein Hausmeister ist. Wo ist denn der Spieß? Ja, nicht hier. So. Aber auch nicht jetzt. Achso. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke, wir sind nicht. Ne, wir sind nicht vollständig. Genau, Schütze der fehlt. Obergefreite Glorious ist schon bei der Munitionsausgabe. Ach, da befohlen wurde. Hä? Hey. Gut. Dann, wenn wir jetzt soweit vollständig sind. Ab zur Munitionsausgabe. Jawohl. Oberstabsgefreiter, Sie führen diesen traurigen Haufen an. Da kommt Jungs. Links um, Marsch! Ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Eigentlich war recht. Ja, was soll ich da sagen? Entschuldigung, ihr habt da so meine Rechts. Rechts-Links-Schwäche, ja. Jawohl. Rechts-Links-Schwäche, ja. Ich hab mein Armband vergessen. Schmutzki. Warte, Mann. Wollt's mal Ihre Formation ein bisschen, wie unfreundlich von mir? Also so wie ich halt geputzt habe, müsste ich Saugi heißen. Es ist so schön, Soldat zu sein. Rose Marie. Unteroffizier Finn. Jawohl. Vollzählig. Vollzählig und wir betreten jetzt die Waffenkammer, soweit wir dürfen. Sie, was hat der Bund mir angetan? Früher fuhr ich einen Golf oder so, ist das, ne? Aber war nicht der Hinweis, dass wir die Waffenkammer nicht betreten dürfen? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, eigentlich ja, ne? Warte, nochmal raus. Hallo, ich war hier gar nicht drin. War draußen angekommen. Ist der Spieß da. Gut, dann bitte in zwei Gliedern vor mir angetreten. Mir geht gesagt, ich glaub's gar nicht. Und der Offizier, ist denn der Trupp schon aufgeteilt nachher für die gestaffelte Kolonne? So ziemlich, ja. Gut. Nur mal kurz zur Info an euch. Gerhard und ich laufen rechts der Straße, der Rest läuft hinter Finn her. Ja, in zwei Gliedern hast du gesagt, die stehen jetzt zu dreht, ich mache nichts falsch. Musst du aber sagen, Linie oder Reihe? Normalerweise ist eigentlich ein Glied hintereinander. Also erstes Glied ist vorne, zweites Glied ist hinten, drittes Glied ist noch weiter hinten. Also jedenfalls kenne ich das so. Gut, ja, ich brauche also an der zivilen Stelle, aber hey. Das sind drei hier und das ist, haben wir zwei rein, nicht zwei Glieder. Lassen wir es so. So ist schön, gefällt mir. Früher fuhr ich an Golf, heute lauf ich mir eine Folge. In drei und Glied, oder? Ja, ja. Also quasi erste Reihe, zweite Reihe. Genau. Erstes Glied, zweites Glied, drittes Glied.
Also ich beim dritten Glied bin ich alleine, das nämlich hat nämlich kein Glied. Oh. Also das sagt der Einzige, der hier seinen Helm aufhat und keine Mütze. So kannst du mit dem Helm schon austreten. Ja, aber der Feldwebel hat ja gesagt, ne, damit wir alle einheitlich aussehen, ziehen wir uns erstmal hier innen drin die Mütze an. Ich bin Neger. Da noch kommt einer ohne Mütze. Ja, ich weiß. Achtung, Hände aus der Tasche, wir wollen gut aussehen. Wenn wir jetzt eigentlich da reingehen, müssen wir die Mütze auch wieder absetzen? Ja. Alles klar. Das ist ja das Problem. Da müssen wir noch eine Taste für einbauen. Warum ist Juki auch sein Helm aufgezogen? Ich glaub's ja gar nicht. Immer gegen das System, ey. Echt, ja. Immer was Besonderes. Immer was Besonderes sein. So, ja, dann sind rechts da hinten. Ja. Gut, dann die ersten drei eintreten und Munition fassen. Erst drei oder erstes Glied? Erst drei. Also erst die erste Reihe. Ich zieh mal schon mal das letzte Glied. Ja. Ich finde das echt hübsch, also so geil hat noch keine Mission angefangen. Du musst dir Sound raus, dann ist es nur schöner. Was? Du hast keine Mütze auf. Ja, ich gehe auch gleich da rein, ne? Da fängt dann an, jetzt schon seinen Helm zu tragen. Ja, ich war gerade so, er hat schon mal seinen Helm zu tragen. Ja, ist ja Bounce davor da. Hat so Bader Marken das. Heute hast du echt irgendwie den Posten weg, als derjenige, der Anschiss kriegen muss. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Mensch Hagen, warum hast du eigentlich da gerade deine Platte zu präsent? Habe ich keine Arme auf dem Kopf? Nee, du hast keine Mütze auf dem Kopf. Nee, ich geh doch da gleich rein, ey. Ja, gleich. Nee, ich schwitz schon da drunter, ey. Oje. Über das Ace Menü kannst du da auch zwischen deinem Helm und der Mütze wechseln. Aber erstmal die Ärmel wieder hochkrempeln, ist doch ganz schön warm hier draußen. Ja, ich hab nur Knieschoner und Dingens habe ich hier nur. Oder wo ist das? Ich habe den Helm und in der Tasche hast und eine Mütze aufziehst. Ja, habe ich ja. Ich habe hier nur Ärmel hochkrempeln. Dann pack doch mal die Mütze in deine Brusttasche und zieh mal den Helm auf. Dann müsstest du es über das Menü gleich sehen. So, Melder. Auf Monitor nicht. Gut, Feldwebel, sie bleibt dann nachher drin. Ayo! Ja? Nimmst du nochmal so ein Magazin für mich noch? Jo. Den nächsten! Gut, ja, bleib da. Nehmen wir kurz das Support noch und jetzt mal die rauf. Ja, das ist dritte Glied. Die 7 Magazine fassen, 3 Granaten, 5 Rauchgranaten weiß, 2 Magazine für die Pistole. Jawohl. Hagen, eine Panzerpaust fassen mit Munition, dann 7 Magazine für die M16, 2 für die Pistole, 5 Rauchgranaten, 3 Granaten. Jawohl. Sieben Magazine für die G36, 2 Magazine für die Pistole, 5 Rauch, 3 Granaten. 5 Rauch, 3 Granaten, jawohl. Wenn wäre es das MG2 bei euch? Gerhard. Ja, okay. Wie war das nochmal? 2 Granaten, 5 Rauch? 2 Granaten, 5 Rauch. Rauch weiß. Jo. Sechs Magazine oder wo hatte ich da jetzt gerade? 7. Eine in der Waffe, 6 so. Beim Mann. Weg. Was gehörst du denn? Dann das nächste Bild reinschicken. Die nächsten reinschicken. Ich soll mir noch Panzerfaust nehmen. Ja. Da drüben, ja. Rechte Panzerfaust Seite. 3, ne? Ist, denk dran, ist ein Eimerwerfer. Also, wie viel soll ich da mal einpacken? Ein. Alles klar.
die Munition da gleich mit drin? Ja. Alles klar, danke. Ist geladen. Gut. Los, gut, die nächsten drei rein. Next. Oh Gott, der Schmutzki hat einen Raketenwerfer. Oh Gott, der Schmutzki hat echt einen Raketenwerfer. Oh Gott, der Schmutzki hat als einziger die Toilette geputzt. Und die Fenster gereinigt. Noch gar nicht auf der Waffe. Brauch kein Visier, ich bin geil. Das glaube ich Ihnen sofort. Allein die Geilheit. Ach, sein Visier drauf. Allein die Geilheit trifft schon bei mir. Ja, gut. Dann mal hier in einer Reihe aufstellen. Dann warten wir bis 1-2 durch ist. Dass sie wieder schön hier stehen. Hat er mich direkt hinter dich gestellt. Was ich ein bisschen komisch finde, man kann zwar die Ärmel hochkrempeln, aber die Handschuhe kann man nicht ausziehen. Rück mal auf. Schaut noch doch nicht seine Handschuhe. Was? Zieht die Handschuhe auch nicht aus. Warum nicht? Wenn ich essen gehe oder so, zieht er meine Handschuhe aus. Was hast du Besteck? Du ziehst die nicht mal zum Duschen aus. Das Einzige, wo ich die vorhin anhatte, ist beim Putzen. Geht bei euch eigentlich die dritte Dusche hinten am Fenster? Ja, funktioniert. Bei uns geht die komischerweise nicht. Aber mein Fenster geht nur mit Gewalt auf. Ja, und sie sind so ver... Ich meine mit ganz lieben Bitten. Und sie sind so dreckig, da ist egal, ob die auf oder zu machst. Da hat auch komischerweise... komisch... Ja, ich hab's auch nicht ganz verstanden, aber ist egal. Es hat bei uns auch komischerweise die Vorgänger, die drin waren, halt an jedes Fenster bei uns. Schnauz hier draußen, meine Herren. So schwierig. Gut. 1-1. Bravo, eintreten zum Munitionsfassen. Oh, die dürfen komplett antreten, das ist ja auch. Ja. Vor allem ist er rausgetreten, hatte keine Mütze auf. Gerhard, Chernarus ist nicht überdacht. Sagt er, den Helm auf hat ihn gebracht. Wie, hab ich noch einen. Hä? Ja, du hast einen Helm hoch. Warum? Ich hatte die Feldmütze aufgesetzt. Kack. Und Yuki, die Waffen drücken gerammt. Und Offizier Finn, lassen Sie auf dem Appellplatz in Dreierkolonne antreten. Jawohl. In der Dreierkolonne? So wie jetzt. Was weiß okay. Ich, wie man schreibt. Dann ganze Abteilung rechts um. Ohne Tritt, vorwärts. Und die rechts oben, das andere rechts. Links um. Befreiter Morty. Selbstständige Ausweichbewegung umfahren, was einleiten. Erfolgreich auch ausgewichen. Abteilung halt. Und links um. Und herzlichen Glückwunsch. Sie sind noch nicht gestorben auf dem Weg. Ja, Monty schon. Echt? Mir tun jetzt schon die Beine weh. Und immer diesen einen Mann. Ja, immer. Mann. Er kämpft halt um seine Dekadion. Er will noch mal. Was macht er denn da überhaupt? Achtet nochmal drauf, dass ihr noch ein bisschen mehr hier in einer Flucht steht. Im Moment ist das noch so ein bisschen Wiggle Wuggle. keine Bewegungsängste hier. Monty, Montes, komm mal hier rein. Jetzt im ersten Lied stehen. Ja, sehr schön. So, im zweiten Lied bitte nochmal ein bisschen ausrichten hier. Steht noch ein bisschen wenig nicht in einer Flucht. Ja, Gerd kann noch ein Stück nach hinten. Einen Schritt, einen halben Schritt. Noch einen halben Schritt. Noch ein bisschen. Noch ein Stück. Ja, links und rechts von dir, unnütz. Jetzt noch ein Stück von innen aus nach links. Wer? Ja? Ja, noch ein Stück. Oh, ja. Jetzt ist gut. Jetzt kann ich sie nicht mehr sehen. Oh. Sehr gut. Ja. Perfekt. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen, ist perfekt. Soll schon soweit reichen. Ja, und so hier kommt man so Parkplatzmarkierungen machen. Ja, so ein Kreis drum oder so.
Die zwei Panzerfäuste waren wir nur eines, die wir die schlechten, die wir dann nichts bekommen. Wir haben nur einer T-Schützen. Juke, Information, ich hab 600 Schuss mit. Alter, wo angetreten? Der Warbefehl. Ja, wenn es die Dreierkolonne, ja, wenn wir. Ja. Wir machen nur eine 2 auf 2, wie das für. Ja, es geht nicht an. Ja, Obergefreiter, das wäre fast perfekt, hätten sie sich am anderen Gruppenführer ausgerichtet. Fällt Ihnen was auf? Ja. Vorrangend. 1-1 Bravo, an alten Standort. Zurückdrehen. Marsch! Bravo, in Dreierkolonne. So! Ich dachte, wir wären unkoordiniert. Nee, nur du. Ja, ich wollte gerade schon sagen. Ich will wirklich nicht. Gefreiter Monty zu mir. Und zwar jetzt. Oh. Ich bin selber schuld, also ich. Alter Monty, meldet dich. Gefreiter Monty. Sind Sie der Meinung, dass wir unorganisiert sind? Dass wir unkoordiniert sind? Lassen Sie mich mal kurz etwas sagen. Sie sind der Meinung, Sie, der eine Feldmütze verliert. Sie, der irgendwas. Sie! Hab ich Ihnen erlaubt zu reden? Nein! Bruder! So. Sehen Sie die drei Flaggenmasten da hinten? Ja. Ziel, drei Flaggenmasten. Weg ins Ziel, direkt, Verhalten am Ziel, alle drei Flaggenmasten berühren und hier wieder zurückkommen. Zeitansatz, 30 Sekunden, los! Jawoll! Aber mit dem Bämbler berühren. Ja, aber Monty. Mit dem Bämbler berühren. So, hat auch jemand etwas zu sagen über unkoordiniert oder sonst irgendetwas? Nein, Sir. Nutzke, wenn du nichts zu sagen hast, hast du einfach die Schnauze. Gefreiter Monty meldet sich zurück. Gut, eintreten. Ich hoffe, Sie haben jetzt Ihre Lektion gelernt. Herr Stabsunteroffizier, darf ich noch eine Anmerkung machen? Sie halten jetzt den Rand. Das machen Sie. Meine Mütze wiedergefunden. Das ist ja hervorragend. Gut. Feldwebel. Nein. So rechnen Sie sich gefällig gescheit aus. So, Fragebestand. 6 Magazine, 7 Magazine am Mann, 3 Granaten. 5 Rauchgranaten, 2 Magazine für die Pistole P8 sowie eine Panzerfaust und 10 40mm Granaten. Bei Bestand meinte ich eigentlich die Anzahl der Männer, aber es ist gut, dass ich das auch weiß. Okay. Sollte ich angetreten. Obergefreiter Bane, Bestand. Bestand, 9 Mann. Ich hab 4 meine Rauchgranaten vergessen. Waffenlager zum Waffenreinigen. Hast du eine vergessen? Verstanden. Ich hab alle vergessen. Mit mir. Welde. Welde, ich habe 6, weil sie die Aussage 5 bis 6 getroffen haben. Welde, alle angetreten. Ein Mann hat Rauchgranaten vergessen, wir müssen mal fassen. Dann hopp hopp, der Mann kann durchstoßen. So Lutze. Ich halte Lutze, aber jetzt mal ganz zackig hier. Der Schweinebär läuft wie Sau. Ey, was so, ein geiler Arsch hat die. Sie. Herr Leutnant, bitte kommen Sie näher oder reden Sie lauter. Ich kann Sie nichts verstehen. Ich kann auch lauter reden, wenn Sie nicht hören können. Viel besser. Vielen Dank, so. Leutnant. Wenn wir ausrücken, Ihr Trupp, Ango 1-2, übernimmt die Führung. Ihr Feldwebel ist zwar nicht da, aber er kennt den Plan und Sie ja auch sicherlich zu teilen. Achten Sie auf alles, was in Ihrer Umgebung ist. Ich sage es ein zweites Mal. Aber wir sind auf sie angewiesen. Ich werde mit dem kleineren Trupp hinten den Manövertrupp darstellen und auf den möglichen Feind reagieren. Laufen aber relativ dicht, bleiben sie in Rufreichweite voneinander und achten sie auf ihre Kameraden. Aber das kennen sie ja zum Training. Warten bis jetzt die letzten Trantüten ihre Sachen aufgehoben haben. Und dann rücken wir aus. Es sieht zwar jetzt schöner aus, aber ich möchte niemanden, der jetzt gleich aus der Basis rennt, mit seiner scheiß Feldmütze auf dem Kopf sehen. Wenn das einer vergisst, der kann heute Nacht durchschrubben. Erinnern Sie sich gegenseitig. Wichtig,
für Einsatz Bravo wichtig, Waffen durchladen, dann unter Aufsicht des Obergefreiten machen. Verstanden, Einsatz Bravo? Verstanden. Passt. Gut. Wo bleibt... 1-1, Sie können dann schon mal vor die Türen gehen. Embargo bleibt bei dir. Ja, hab ich auch. Ja, gut. Sowieso richtig. Dann bleibt bei dir. Ich rücke nach mit 1-2. Was wir... Oh, wir laufen vor die Tür erstmal. Okay, vor die Tür. Gut. 1-1. Bravo. Einer Kolonne abgebrochen beim Obergefreiten. So, 1-2. Vollständig alle Sachen aufgenommen jetzt. Ja. Gut. Kana, du weißt, du bist erster Trupp. Wir sind Manövertrupp. Mhm. Passt. Dann ebenfalls nach links abbrechen. Vor die Türen. Waffen durchladen, dann dort. Und dann geht's auf den Weg. Den Trupp links um und aufstellen zur Kolonne. Haut mal die Ohren. Und dann vor die Tür, dann Munition entsprechend laden, Gewehr senken. Am Marsch. Und wenn da auch nachher, wenn die Kolonne einfließen, dann vorne rechts bist. Das gleiche für mich bitte einmal. Oh, pack. Klar, wenn Waffe bereit, dann durchladen. Waffe durchgeladen. So, Sie können hinten lang vorbeilaufen und einfach die Reihe hinternehmen. Gut, Einsatz Bravo, und dann Trupp vor und hinter dem Trupp Alpha 1-1 aufstellen. Und die Plugs rein. Ihr Plugs sind drin. Gut, dann Abmarschbereitschaft herstellen. Dabei wo Stehhagen. Weiter Jungs, dahinter, also vor den Aufstellen, in der Reihe. Bin gerade ran. Schieß doch direkt an. Ran, check. Ja. Du als AT bräuchtest die, ne? Gut, Marschreifen durchlungen. Machen wir gleich mal so. Waffe an Mann und durchladen. Switchen. Position. Ja, hinten spielt es mir keine Rolle, weil ihr beide noch immer beide schießen. Gut. Was für mich. So, kann er einmal nochmal auf der 46 melden? Hier einfach 1-2. Funkcheck, komm. Einfach 1-2, ich kann die klar und deutlich verstehen. Komm. Gerhard Helm. Funkcheck durchgeführt, Alpha 1-2. War schon geschockt, oder was? Wir sind außerhalb der Basis. Auf welcher Frequenz sind wir? 46 ich habe unsere Waffen auch geladen, also. Okay. Ja, okay. Ich werde mit dem aufziehen. Redet nicht weiter, ich bleibe bei euch. Alles klar. Gut. Der war für den Trupp, ich laufe einfach nur mit. Mann, der Typen war heute Kanal, ist dein Trupp fertig? Ben, ist mein Trupp fertig? Was ist eine richtige Pose mit dem Barrett da draußen? Fotogruppe, Bereitschaft melden. Ja, ist fertig. Bereit. Sind Sie bereit? Sagen wir ja oder nein? Jawohl, ich bin bereit! Jawohl, gesagt bereit. Hatte, alles sehen, aber nichts bewundern. Bin dann lass in gestaffelter Kolonne jawohl antreten. Verstanden. Wir gehen in den Feldweg hier langsam gleich runter. Genau, hinten jawohl links und dann Herr Feldwebel nochmal Ihren Helm aufsetzen. Für Sie geht das Rote gleich. Rote Gruppe! Selbstverständlich. Schützenreihe Richtung Südaufstraße aufbauen. 30 Meter, 20 bis 30 Meter folgen wir. Gut. Schützenreihe, gestaffelte. Die Panzergruppe bleibt mit mir in der Mitte. Wir gehen ganz normal. Sonne. Ich habe übrigens keinen Kompass. Zeit. Zur Info, von sich hat niemand. Keiner braucht einen Kompass. Bitte? Braucht ihr auch nicht. Weil der Hund hat. Boah, der letzte gerade sagte Richtung Süd aufstehen. Das weiß ich, wo Süd ist. Die Straße runter. Du bleibst sowieso bei mir, also von da ist alles gut. Okay. Dann nochmal ein Stück weiter, damit wir ein bisschen den Raum ausfüllen. Nicht vergessen, immer schön einmal durchgeben, was vorne gesagt wird. Halt! Halt! Halt!
bitte kurz aus. Achso, ganz kurz, Info, ne? Sobald Sicherung ist, in alle Richtungen natürlich, ne? Das heißt, Seiten ja, zu den Seiten, vorne nach vorne. Und hinten nach hinten, Sir? Und hinten nach hinten. Jawohl. Dann marsch, marsch, Finn! Okay. Marsch, marsch, hallo Jungs. Finn, marsch, marsch! Im Laufschritt, links rum. Links rum. Das heißt, die rechte Seite muss... Genau. Bin ein bisschen schwerer bepackt als du. Oder als sie. Einer muss bitte gerade laufen. Ich muss mit dem Haus auf die Seite. Vielleicht mal ein bisschen aufschließen, wenn wir in der Mitte laufen wollen. Fahren das. Sag mal, könnt ihr mal die Klappe da hinten halten jetzt? Oder soll ich euch vielleicht Feldwebel nennen? Was meint ihr, wenn wir da vorne jetzt in der Mitte laufen und da schlägt eine Granate ein, dann finde ich alle meine Männer und mein verschissenes Leben. Wofür ich eigentlich mittlerweile gerade dankbar wäre, weil ich denn nicht mehr vom Spiel die Kleinigkeit angeschissen werde. Die nicht ich, sondern ihr fabriziert. Meine Sachen übernehme ich natürlich die Verantwortung. Vor allem muss ich ja auch. Kann nicht sein. Langsamer, etwas langsamer, Jungs. Warte, langsamer. Erst uns so antriezen und dann nicht hinterherkommen. Das sind mir die Liebsten. Mhm. Können ja nicht alle so fit sein wie der zweite Zug. Zweite Gruppe. Zweite Gruppe. Du warst doch vorhin im Auto, ne? Die Elite, ne? Ja. War so langweilig die Fahrt, ich bin da eingepennt. Oder der Flug war so anstrengend, kann natürlich auch sein. Die Fahrzeug war auch ordentlich laut. Lotze, war ja gesenkt. Kann trotzdem schlafen, auch wenn es laut ist. Mutzki, passen Sie auf Ihre Position auf. Sie sind doch vorgerannt. Ja, Sie müssen ja auch vorrennen, wenn die rechte Straßenseite quasi schneller ist als Sie. In der Kurve. Kennen Sie doch. Ja, ich habe ziemlich lange gewartet auf meinen Auslandseinsatz. Ich habe sehr lange zu Hause rumgehangen. Tote Hose, kein Bauer auf dem Feld, niemand. Was wollen sie auch auf dem Feld machen? Wissen nicht. Grünzeug ein bisschen. Nicht, lohnt doch gar nicht. Wenn es die Regenzer kommen, lohnt sie doch gar nicht. So, alle sind sie doch. Du bist ja ein Hasenkraut hier. Hier kommen auch keine Autos, nix, ey. Ist Top-Wetter, muss ich immer sagen. Ja, ein bisschen warm unterm Helm und... Ja, in der Sonne krieg ich langsam einen Stich. Ja, brennt ganz schön. Vor allem habe ich auch die Sonnencreme vergessen. Was eigentlich mit den Feldflaschen? Gefreite Lutze? Haben Sie ja Sonnencreme bei? Also die
ich will mir auch das Waffensystem überprüfen wollen, aber ich denke, das wäre... Ich habe meine nämlich vergessen. Das ist der Vorteil, ein Neger zu sein. Ja, muss man abklären. Sonnenbrände sieht man nicht so leicht. Nee. Oder Gerhard? Bin ich eigentlich auch schwarz? Ja, bist du. Ich bin doch aber an der Ärmel bin ich doch weiß, oder? Alpha 1 Squad verstanden. Zieh Tempo an. Achtung! Im Laufschritt! Wieder im weiter! Laufschritt. Marsch! Laufschritt, Marsch! Laufschritt, Marsch! Marsch! Warum hat da eigentlich keiner in die Gruppe geschrieben, dass es ein Update gab letztens? Keine Ahnung. Deswegen konnte ich gestern nicht mitmachen. Ey. Ich war Mittwoch, Donnerstag spät zu Hause. Da war ich gar nicht am Computer. Ich war erst um 11 zu Hause. Danke übrigens, Hagen. Wovon reden Sie, Gefreuter? Von zu Hause, von einem Computerspiel. Bevor wir hergeflogen sind. Ja, aber wie wär's, wenn Sie sich jetzt mal auf Ihren Auftrag konzentrieren? Jawohl. Anna. Ja. Wenn denn keine... Das ist mir auch. Es ist warm, es ist ruhig. Puff. Fällt mir kein Stück. Mir wäre es lieber, wenn es ein weniger warm wäre und ein weniger ruhig. Was wäre jetzt mit Danke, Yuki? Bitte. Witzig. Eins, zwei verstanden. Umstellung auf. Sichern drin. Sind wir schon da? Nein, noch nicht. Gut, eine weitere Verteilung. Bin? Ja. Du sicherst die linke Straßenseite der Hauptstraße, Yuki die rechte, mein Trupp nimmt die 6 Uhr Sicherung. Jawohl. Jawohl. Hab jetzt richtig gehört, links, ja? Ja, du links, ich rechts. Machen kurz. Und Steuerung beziehen. Nutze auch ruhig die andere Straßenseite mit. Haken, nutze auf die andere Straßenseite rüber. Sichert mir da in den kleinen, in das kleine Tal. Schön halt links hinter dem Wald noch. Bitte wiederholen. Schön halt links verkehren. Ja. Finn, da gibt's schon auf Toilette? Ja. Alles klar. Ob das Finn? Wo ist der Kommandant? Wo ist der Feldwebel? Der Feldwebel müsste die 6 Uhr Sicherung entgenommen haben auf der Straße Richtung West abknicken, die, von der wir gerade gekommen sind. Inna? Wahrscheinlich mittig.
bin wieder anwesend. Sehr gut. Was ist der Finn? Also wo der Finn ist? Eine Sekunde bitte. Ja. So, was gibt's? Wir gehen jetzt von Papa Papa Alpha Querfeld ein, circa 10 Grad, 10 bis 20 Grad und Papa Papa Bravo. Das heißt, wir überspringen diesen Straßenknick. Ja, genau. Und gehen Querfeld an. Putz ist also von uns aus Richtung 10 bis 20 Grad. Ja. Okay. Gut, schön große Abstände gleich, wenn wir über das Feld laufen. Ja. Ne? Doppelt so groß wie gerade. Jawohl. Gut. Ganzer Trupp angetreten auf der linken Straßenseite. Und die wieder mittig positionieren. Wir marschieren jetzt ab. Otti, du hast das Kommando. Was? Was hab ich? Finn, du hast das Kommando. Wollte gerade schon sagen. Eingliedern, ihr beiden. Vordergruppe. Mir folgen. Ohne Tritt. Vorwärts, Marsch. Eins, eins, hier, eins, zwei. Wir marschieren ab, komm. Abstände vergrößern. Wollen wir vielleicht ein paar Bundeswehrlieder singen? Ach, ein paar größere Abstände. So dass wir Platz zwischen ist. Auch weiter hinter. Gib das mal weiter durch. Abstände. Größere Abstände, aber. Hier bei uns, Glorious, auch größere Abstände. Mindestens 10 Mann zum Vordermann und zum Hintermann. Kommt die 10 Meter Abstand? Ja, ungefähr um 10 Meter. Ja, ich sag nur. Das ist so, auch wenn du zugehört hast. Ja, nee, ich hab's gehört. Danke für den. Sollen wir ein paar Bundeswehrlieder singen? Ich habe hier gerade ein paar. Solange keine Befehle neu kommen, dann wieder die 360 Grad Stellung bei Papa Papa. Hi. Was eine Einöde. Denn? Ja. Ich würde damit Gerhard die Sicherung Richtung des nächsten Ziels übernehmen. Ja. Das ist die Schwerpunktwaffe da ausgerichtet. Das war meine Idee dahinter. Eieiei, jetzt sind das auch nur Felder hier. Mhm. Und noch so ruhig. Ist nicht mal ein scheiß Trecker irgendwo. Ich meine, mich wundert's. Vor ein paar Wochen hat's ja anscheinend noch angeblich noch geknallt, sonst wären wir ja kaum hier. Ja, ja. Seit 10 Jahren knallt das hier. Kennt ihr eigentlich das Lied Erik? Kennt ihr das Lied Erika noch von der Ausbildung?
Ja, kenne ich noch. Sollen wir das singen? Nein. Warum nicht? Ich hab da eigentlich Lust drauf. Ja, ja, ich aber auch. Haken nicht singen hören. Ey, ich kann gut singen. Über wenn ich schrubbe, singe ich. Dann soll Erika, Entschuldigung. Haken Erika anstimmen. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, wie der Dingens funktioniert, aber ich. Ich glaube, ich mach daraus. Ich überleg grad, wie der so der, ne? Der Ton so geht, sonst hätte ich jetzt daraus einfach ein Gedicht gemacht. Auf der Heide blüht ein kleines Blümlein und das heißt Erika. Eins von 100.000 kleinen Bienchen. Das hört man hier erstmal unter der Dusche und da platzen die Spiegel. Ja, deswegen ist unser Spiegel auch kaputt. Ja, eben. Eins von 100.000 kleinen Bienlein wird umschwärmt, Erika. Denn ihr Herz ist voller Süßigkeit, zarter Duft entströmt dem Blütenkleid. Das ist ja wirklich, das ist ja gar kein Lied, das ist ja eigentlich. Konzentriert euch lieber auf eure Seelenreiche. Das ist ja gar nicht so lang. Weißt du, er macht da kein Lied draus, sondern Softporno. Ja, komm, ich kann das mit dem Golf, das kann ich. Ja. Du sicherst dann gleich die Straße Richtung Rogowo. Ja, verstanden. Ich glaube, du kannst die Kyrillisch. Nein. Ich weiß nicht, ob ich mitspielen kann in der Zeit. Dann ist es die Straße, die rechts abfällt. Ja, das wo kann. Ja, die Straße, die ich auch geplant hatte. Früher fuhr ich einen Golf, heute laufe ich mir einen Wolf. Ja, 1, 2 verstanden, halten nicht bei Papa, Papa, Bravo, gehen direkt weiter zu so wie sie kommen. Papa, Papa, Bravo. Yuki. Bin mitgehört? Ja, bild eine Schützenreihe. Schützenreihe! Wir gliedern uns wieder hinten ein. Sieh, was hat der Bund mir angetan? Ich glaube, du hast ja auch die Funke mitgenommen. Ja, ja, ich hatte dabei. Hm, was soll ich sagen? Früher fuhr ich eine Golf, heute laufe ich mir eine Wolf. Lied, du kannst es doch, Finn, du kannst doch bestimmt das Lied, oder? Welches? Mit dem Golf. Welchem Golf? Und sieh, was hat der Bund mir angetan? Erstmal musst du mal schneller laufen. Die Lücke schließen. Obwohl das passt, wo du stehst. Wie hast du das eigentlich? Wollte ich doch sagen, ey. Ihr hattet doch eine Ausbildung gehabt. Mann, ey. Aber erst mal immer rummeckern, ne? Ja, Entschuldigung. Na hier... Ich wollte ja auch nicht immer Unteroffizier bleiben. Wie hieß denn das Lied, Welches? Sieh, was hat der Bund mir angetan? Ging es nicht irgendwie so? Weiß Früher fuhr ich einen Golf, heute laufe ich mir einen Wolf. Das... Wir sind Panzergrenadiere, hey, hey, yeah. Ja, das kann ich nicht. Panzergrenadiere, hey, hey, yeah. Kämpfen, raufen, ficken, saufen, hey, hey, yeah. Irgendwie so geht das, wird's auch nicht mehr gesagt. Ja, irgendwie so. 1, 2, hoch die Taschen. Oh, ich glaube fest daran, dass er uns Pizza retten kann. Film, war das eigentlich dein Lieblingstier? Panzergrenadier? Nee. Der Zapfhahn. Sehr gut. Hier ist alles vertreten. Oh, ich glaube fest daran, dass er uns Pizza retten kann. Sie verbindet diese Welt. Baby, lass uns Pizza bestellen. In der Mist, es rappelt in der Kiste. Ene Mene Mac, mit meinem MG4 mache ich alles weg. Ene Mene Mu. Der Hagen kommt dazu. Ene Mene Mu, der Hagen kommt dazu. Bürger Roms. Karthago. Jetzt mal Konzentration und sichert eure Sicherungsbereiche hier, auch wenn wir marschieren. Sind gleich in Zulu-Zulu Einsatzgebiet. Das ist Buchstabe J im Namen. Zulu-Zulu, yeah. Zulu-Zulu, yeah. J.
das so weitergeht, werden wir aber nicht mehr befördert, Kollege. Macht nix. Der wird doch degradiert. Sowieso. Was sind jetzt eigentlich für komische Bäume hier? Da ist bloß eine Wurzel in der Erde. Ja, das sieht echt merkwürdig aus. Vor allem sieht der Waldboden so komisch aus. Irgendwie so gepflügt. Gepflügt oder gescheibt, ja. So, willst du ein Selfie schießen? Ein Smartphone kurz nach vorne zu holen. Willst du ein Selfie schießen? Hier auch ein bisschen mit der ansässigen Fauna aufpassen. Da gibt es ganz sonderbare Tiere. Welche denn? Ja, die grauenhafte, mörderische Baumlanguste. Versteckt sich oben in den Baumwipfeln und dann bedroht die Passanten mit ihren Scheren. Oh Gott. Oh weia. Oh, ja. Nee, ich hab also, mich. Wir hätten heute eigentlich auch ohne Kampfrucksack ausrücken können. Wir hatten alle genug Platz. An. Ich hab mich geirrt, das Niveau kann doch noch sinken. Wir haben auf jeden Fall genug rhetorisches Waffenarsenal dabei. Ja, das Zelt ist wichtig. Die NAP kann schon mal einpacken. Wer? NAP. Wer ist da denn? Unser Gegner hier sozusagen. Achso. Ich weiß gar nicht mehr, Nationalist. Oh, ein Schmetterling. Irgendwelche Nationalsozialisten. Ist denn jetzt hier eigentlich Herbst oder Frühling oder Sommer? Weil irgendwie sind hier manche Bäume sind braun, manche Bäume sind grün. Was ist denn das hier für ein komisches... Normalerweise... Hallo, kennst du nicht den Sprayer? Achso. Hier werden Bäume getaggt. Eigentlich sind Nadelbäume immer grün. Ja, aber guck mal, da hinten steht zum Beispiel keine Nadelbäume. Hinter uns waren auch keine Nadelbäume. Ja, vielleicht ist es ja eine sogenannte Blutbuche, die hat nämlich einen Gendefekt. Ach, die da blutet, meinst du, wo sie letztens die angeschnitten haben? Es gibt auch Buchen, die sind rot. Das nennt man Blutbuchen, die haben einen Gendefekt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das sind doch die, die da, denn wenn man die anschneidet, dann bluten die so rot, ne? Erstes Gebäude. Sieht total komisch aus. Das da vor uns müsste jetzt übrigens Rogovo sein. Das ist unser erstes Ziel. Ich denke, Zulu ist es. Ja, ist ja quasi. Ja, das ist ZZ1. ZZ? Zebra 1. Oder Rhododendron oder wie auch immer du das nennen willst. Romeo Alpha Bravo 1. Oberhalt! So was kenne ich hier gar nicht, so eine Felder. Wenn wieder geht, dann. Ja, dann auf geht's weiter. Doppelmarsch! Marsch! Und Marsch! Wir laufen hier so gemütlich, der Gegner hat uns bestimmt schon längst gesehen. Steht ein LKW da unten. Bravo oder 1-1 Alpha? Kein Wölkchen, ey. Ja, das ist wirklich eigentlich ein Top-Wert am Normal. Siehst du, deswegen brauche ich einen Fernseher auf der Stube, ey. Halt! Deswegen brauche ich einen Fernseher auf der Stube, dass ich einen Wetterbericht gucken kann. Eigene Kreuzen in Kürze. Linke Seite. Kreuzen. Junge, trampeln die, ey. Ja, die haben bei dem Panzergrenadier weggelaufen. Panzer.
Ja, hier kann man nicht mal eine rauchen. Wenn man hier die Kippe wegschmeißt, dann brennt hier die ganze Insel, ey. Ich hab mich mal erkundigt wegen deinem Logistikwunsch, ne? Dass du gerne versetzt werden möchtest. Jawohl! Wenn du tatsächlich es schaffst, in die Logistik zu kommen, könntest du es zum Oberfeldwebel schaffen. Oh, das wäre natürlich super. Ich hoffe, es kommt bald mit der Logistik. Die Ausbildung dazu, die habe ich ja nun schon. Ja, eins, zwei, komm. Ja, und danach und nach dem Oberfeldwebel kannst du der Penis-Commander werden. Und die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker habe ich abgeschlossen und zum Landwirt der auch. Zivilisten im Dorf, wir rücken langsam vor, halten uns, geben uns dem Zivilisten gegenüber freundlich, komm. Ja, verstanden, bleiben auf der Hauptstraße, komm. Dann alle hoch und marsch langsam in das Dorf. Zivilisten voraus, begegnet den freundlich. Jawohl. Solange sie unbewaffnet sind. Wir bleiben auf der Hauptstraße. Aber darüber können wir nachher nochmal FOP sprechen, dann. Über genaueres. Kann er. Ja. Ja, aber du wolltest ja irgend so ein scheiß Oberstleutnant werden, so. Na, Hauptsache Logistik, der Rest ist wurscht. Die Ausbildung dafür ist da. Vorsicht, linke Seite, Bewaffnete im Wald. Eins, zwei, verstanden. Linke Seite, Infanterie bewaffnet, gesichtet. Wir gehen weiter vorsichtig in die Stadt. Komm. Da sind Kisten in der Scheune. Vielleicht lagern die irgendwas. Da sehe ich auch. Da steht auch ein ziemlich komisches Fahrzeug links neben der Scheune. Was ist das? Ein LKW? Werkstattwagen? Ja, verstanden. Wir sichern unsere Flanken. Sieht zumindest aus wie ein Werkstattwagen. Ich kümmere mich darum, dass dein Trupp schön die Flanken links und rechts absichert. Ich will hier nicht in den Hinterhalt reinrennen. Leute, haltet eure Augen offen. Jawohl. Schuss. Verteilet. Achtung, Kreuze. Okay, ich brauch das MG auf der linken Flanke. Wirkt auf den Gegner. Rechts an die Gebäude ran. Ran an die Häuserecke links, Feind ist jetzt auf der, ja, kann ich nicht hinzeigen, du vielleicht hast keinen Kompass. Ich sehe gar keinen! Hagen? Hä? Ich übernehme das Feuer, mach du mich mal bitte ganz. Jawohl. Halt, falsch Taste. Hier. Alles klar. Wir fit. Oh, danke. So viel ja, zu, wir haben nichts zu erwarten. Ist da direkt an der Scheune, geh lieber in Deckung. Können wir rein? Nö. Ist ja kacke. Wo? Rechts an der Scheune? Yuki, ruf laut, wenn du ein Problem hast. Achtung, Kreuze. Kein Blick auf Feinde. Ne, negativ. Oh, 12 Uhr. Ohrenstöpsel kann ich mal ran. Ich schon. Du sollst dich auf die Anhöhe zurückziehen mit ihm. Dein MG-Team soll auf die Anhöhe 300
dem Sprung soll denn Feuerunterstützung auf die rechte Flanke geben, damit sich der ganze Trupp zurückziehen kann. Hagen, hüpfen wir rüber zur anderen Gruppe. Jawohl. Da hab ich jetzt hart erwischt schon. Dann verarzt ich ihn. Hab ich schon. Ich hab schon 3 Kugeln abbekommen, 2 in jedes Bein und 1 in die Brust. Wir haben keinen Sunny da. Warte, ich geb dir Schmerzmittel. Ich hab nichts mehr. Ja. Ich hab noch was, glaube ich. Ich hab noch was. Schmerzmittel, Space. Alles klar. Ups. Kümmert euch nicht alle um die Verletzten. Eins, zwei, zwei. Hier 1-2-2. MG in Stellung kommen. Gut, ganzer Trupp mir nach Richtung 3-4-0 Grad. Ohne Formation. Abmarsch. Im Sprung. Oh, ja, ich laufe hier nach, weil ich habe keinen Kompass. Progress, Abmarsch. Was in der Richtung? Ich bin letzter Mann. Schön verteilen, verteilt euch. Schön verteilen. Weiß deine Männer einfinden, wo sie Platz nehmen sollen. Versucht euch ein bisschen breiter, das passt soweit. Doch. Versucht euch ein bisschen breiter, passt soweit. Aber versucht bitte nicht, das MG da vorne wegzubrezeln. Ach, der ist von uns. Ja, davon. Sonst Lutze, rück nochmal rüber zum Baum und nimm deinen Buddy mit. Deinen Hagen. Hä? Ja, da. Komm mit rein. Ja, Chef. Oh, ein Häschen. Hey, man meldet Kreuze, wenn man kreuzt. Kreuze! So verstanden, verlegen, soweit alles ruhig unten geleckt auf. Das ist auch nicht schlecht, ne? So schwarze Punkte auf dem helmen Feld. Ich höre gerade nicht so viel. Hauptmatiges Vorgehen dabei vormachen. Ben? Ja. Und der ist noch. Muss hoch was mitgekriegt, ne? Wir sollen hier auf Solo 1 an das langgezogene Gebäude auf 2C machen. Ja, 1, 2 hier haben verstanden, bringen in Raupenarten vorgehen auf Gebäude 278, Markierung Solo 1. Machen Meldung, wenn angekommen kommen. Wenn du nimmst als erstes deinen Trupp, danach gehe ich, Yuki geht als letztes mit dem MG-Trupp. Oder hat er überhaupt das MG-Trupp? Ja, er hat Yuki gehabt dabei, dann habe ich mich. Ja gut, wer macht deine Männer bereit, dass sie wissen, was los ist? Lulu. Der Esel immer zum Schluss, Finn. Finn, ich möchte Lulu. So, dann Haken, Lutze fertig machen.
Jawohl. Monty, Glorious mit auf Richtung ins Dorf sichern. Ein Trupp springt gleich. Kürze. Gerhard wieder da ist, meinst du? Gerhard springt als letztes mit Yuki. So. Bereit machen zum Sprung. Beziehungsweise zum Marsch. Wir sind soweit. Und dein Sprung. Abmarsch. Und sichert gleich die Holzhütte da, wo ihr entspringt. Kurze Pause. Seid ihr bereit für die nächste Teiletappe runter zur Scheune? Nein. Ja. Fragen Sie Bescheid, wenn du soweit bist. Jedenfalls einigermaßen. Passt das? Ja. Ab geht's. Nutze rein in das Gebäude. Tür nach hinten ist offen. Hagen, erstmal in Position. Nutze, ich komm mit. Boah, der wackelt so heftig. Alles gut bei euch? Finch, ihr hättet einen Panzer oder so? Finn? Ach du Scheiße. Wo ist das jetzt? Steht da hinten ein Panzer im Wald oder was ist das? Boah, siehst du einen Panzer im Wald? Da, wo ich hingucke, boah, was ist denn das? Zeig einfach. Deck den rückwärtigen Bereich. Da so, voraus. Feldwebel Canabusa, Unteroffizier WF, meldet vermutliches paramilitärisches Waffenlager sichergestellt. Ja. Hab ich auch gerade gesehen. Ach nee, das ist die Straße. So, Haken und ja? Aufrücken. Jawohl. Durch die Halle durch und mit deinem Buddy kreuz dich auch. Jawohl. Oh, Autos. Platz für euch. Kannst du an der Tür Platz nehmen und einer, der hier durch den Spalt durchguckt? Ja, Gerhard Spalt. Oh. Explosive. Jungs, sonst wird gleich ein eigenes Team kreuzen, also seid vorsichtig, wenn ihr gleich unter Feuer nimmt. Ja.
Finn? Motorsäge? Was denn? Ja? Machst du bitte Bilder von dem Waffenlager oder Munitionsdepot und dem Fuhrpark? Ja, eins bekommen. Finn, haben wir kurz Zeit? Was denn? Haben wir kurz Zeit, noch was zu trinken und so? Ja. Dann melde ich mich mal kurz weg. Yuki, übernimmst du mal kurz meine Position? Yuki ist AFK. Okay, dann warte ich noch. Ich sag mal eben Bescheid. Okay. Wie lange stehen wir noch hier? Bis das Wetter besser wird. Was haben Sie denn für eine Feldflasche gekriegt? Aus Plastik? Ja. Oh Gott. Tetra-Pack. Na, Unteroffizier dürfte man nicht sein, ne? Tetra-Pack aus Plastik? Ich dachte mal, das ist aus Papier. Nee, nee, das ist ein mit Plastik überzogenes Tetra-Pack. Achso. Ich melde mich wieder zurück, ich übernehme wieder die Tür. Willkommen an Bord. Können wir hier noch rauchen, oder? Nicht leider so. Leider nicht. Also kann ich jetzt nicht rauchen gehen. Nicht weg, jedenfalls. Wieso geht's gleich weiter? Nein, nicht. Ich tippe drauf. Kannst du uns mal fragen? Ja, hol dir mal einen Anschluss ab. Ja, dann stelle ich schon mal mein Zelt auf. Für Sie immer noch Herr Schmutzki. Super geil. Was habe ich da eigentlich geschrieben für ein alles Live-Server? Ich bin nicht drauf gekommen wegen diesen scheiß Battle-Eye. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht mehr. Ich finde es eigentlich besser, wenn jeder seinen Doppelnamen hat, weil man ja doch eigentlich eher mit dem Hinternamen angesprochen wird als mit dem Vordernamen. Ja, stimmt schon. Also Milsim technisch, ne? Rein von der Theorie. Also Schmutzki hab ich schon mal. Und Schmetterling. Achtung, der Leutnant kommt. Achtung, Schmetterling. Herr Leutnant, wir haben Nummernschilder notiert. Das ist gut. Brauchst du bloß.
Brauchst du bloß eins aufschreiben. Was sagtest du? Ich wollte gerade sagen, brauchst du bloß eins aufschreiben, weil beide das gleiche haben, aber ist ja gar nicht so. Nee. Außer MA21 und Rutt. Die sind ja bloß halbjahres zugelassen. Saisonkennzeichen. Bin wieder da, bin. Gut. Dann gehe ich wieder. Ja, Munition für Gewehre. Die haben ja nur ein Saisonkennzeichen da. Ja, Moment. Das gucke ich mir gleich nochmal genauer an. 21 Russ. Bis zum 21. Monat darfst du fahren. Oder nur am 21. Könnten das höchstens mit dem Granatwerfer unter Beschuss nehmen. Ja. Das ist auch klar. Wir verlassen das Gebäude, aber wir werden hier jedenfalls unter die Tee kreuzen. Richtung Ost ein. Ost. Papa Papa Delta denn? Ja, genau. Genau bei Papa Papa Delta steht mein. Und gleich nur. Ich bringe alle Leute hier raus. Ein Granatwerfer schießt hier einmal auf die Munition, einmal zwischen die Wagen, dann die Frauen fixen. Verstanden? Ja, verstanden. Gut, dann ausführen. Ich war da draußen, wie sie ausgeführt hat. Bin zu mir. Bin, wir rücken jawohl. Jetzt ab auf Papa, so, Papa eigener Alter. Kreuz. Unser Grenadier benimmt eine Granate, einmal vier Munitionskisten und eine Granate für die Fahrzeuge, die sollen frauenfähig gemacht werden. Eine Granate für die Fahrzeuge und eine Granate für die Munitionskisten. Oder? Genau, wir gehen hier Richtung Südost raus und auf 50 Meter darf man hier Feuer reinfallen. Boah, ey, gleich um 9, ey. Achtung! Trupp sammeln da hinten. Von drüber. Wir marschieren gleich ab. Wir suchen uns dann auf dem Gelände hier voraus. Einmal kurz Deckung. Und Lutze, du darfst dann deines Amtes walten. Und die Fahrzeuge da kaputt machen und eine eine Unterlaufgranate in die Munitionskisten knallen. Sobald wir da halt hier in Deckung sind. Also hier von hier drin aus oder was? Nee, von draußen am besten. Den Abmarsch für in Richtung so, 140 Grad, 50 Mann, Meter. Raus dann hier. Halt. Kreuzen! Und baut die Sicherung nicht zu der Munitionskiste auf, sondern möglichst in die andere Richtung. Hier ist auch noch eine Kiste drin, Finn. Auch noch eine Kiste. Ja, aber da sichert dann erstmal da weiter. Ich guck mir das an hier. Ihr müsst jetzt nicht hier alle rein. Warum legt er sich denn jetzt hin? 1-1, hier 1-2, beginn jetzt mit improvisierter Sprengung, komm. Ja. Nutze Walte deines Amtes. Haus weg. Haben Sie schon mal eine Explosion gesehen? Nee. Außer auf Toilette noch nicht. Ah, die war zu weit. Zum Glück habe ich eine Splitterweste an. War da keine Sprengladung drin in den Explosivdinger? Ich habe mir einfach zwei Sprengladungen genommen. Wir schrecken gleich das Gewehr weg. Wen, mich? Ja, der Sprengbefehl kam vorher auf dem Funk, aber zuhören ist auch eine Fähigkeit. So. Alles kaputt? Mann. Soweit es geht, ne? Soweit es geht, perfekt, das reicht mir. War ein Fahrzeug auch bauenfähig. Ja. Dann perfekt. So, Finn, den Trupp sammeln. Und ab nach Papa Papa Delta. Jawohl. Sind wir jetzt wieder at ease oder sind wir immer noch hier Combat? Und haben noch Combat durchbrochen. Verstanden. Ja, auf jeden Fall noch Combat. Dann, erster Teiltrupp, das ist Hagen Lutze, mir nach. Wir überspringen euch beiden hier jetzt Juki Gerhard. Und los. That's it. Ist ein Zaun des Todes hier wieder? Okay, na, wieder sind sie ein bisschen aus der Übung, was? Geh mit dem Mutter. Jo.
Oh Mann, ey. Kreuze. Scheiße hier, muss ich wieder deinstallieren. Haken, übernimm mal meine Position. Mhm. Ich glaube, wir gucken. Ja. Damit war das geordnet, dann übernehmen die Führung wieder und dann kann man so gut schicken. Juhu, wenn das die genau gleiche tolle Überraschung würde, weil so nicht wieder einsetzen. Jetzt haben wir hier auf einem Kampfball geschafft. Panzer wäre nicht schlecht gewesen, ne? Ich bereue meinen Schaden. Voll weg in den Ausgehen. Ich hätte gehofft, wir haben ein bisschen zivile Kontakte. Wir wurden da vorbereitet. Ja. Extra so ein Training. Alter, sind vollzählig. Ah, runter. Hagen, du die Straße runter. Monty, zu mir. Ja. Du sicher. Nummer 2 aus unserer Mappe. Stabilisierung der Region. Wagen, wir sammeln uns. Ja. Jetzt. Ja, ich komme. Wagen hier irgendwo? Ja, hier. Eine Gruppe Kreuzer. Ist da vorne. Monty, wir ordnen uns auch wieder ein. So. Zweite Gruppe, der Chef geht davon aus, dass wir gleich wieder beschossen werden. Also größte Vorsicht, Flanken wie gehabt absichern und wir marschieren ab. Eins, eins, hier, eins, zwei, wir marschieren ab. Komm. Tut mir leid, ich muss nur kurz was gucken.
Und das macht die Situation jetzt besser? Hm? Nee, ist schon gut. Mach die mal ganz normal weiter im Lauf. Kurz zu filmen. Hinter dir. Hier. Ja. Bin nach der auf Mitte der Linkskurve halten wir wieder an, weil wir dann querfeld einbrechen. Ne? 1-1 hier 1-2 erreichen gleich Haltepunkt Höhe 243, um auf Solo Solo 2 querfeld einzugehen können. Ja, so verstanden. 1-2 marschiert bis Höhenmeter 2-4-5. Pause! Dann um warten auf das 1-1 aufrückt. Die nächste Kurve halt. Fühle ich mich gleich wieder wie in Rostock. Schön viel Wald. Rostock ist viel Wald? Also ich habe da noch nie so viele Bäume gesehen. Warst du noch nie in Rostock? Doch. Ne, in Warnemünde war ich. Ach, da findest du keinen Wald. Strand. Hm? Da findest du keinen Wald, nicht einen einzigen Baum, höchstens. Doch, ich habe da schon ein paar Bäume gesehen. In Warnemünde am Strand. Nee, am Strand nicht. Ich war, habe ja nicht gesagt, dass ich am Strand war. Mit Warnemünde hat man in der Regel den Strand. Ja. Rechte Seite vom Hafen ist aber Strand und dann da kommt Wald. Ja. Ja, also. Ja, 1-2 hat verstanden. Stromnetz ist 10 Meter voraus. Wir halten. Gott. Wir gehen uns wieder ein. In Position von dir, gell? Ist ja nicht ihre Schuld, dass sie gucken. Ist die Schuld von meinem Ortrupp, dass sie zuhören. Einseitig Bravo 63 einfließen. Wo ist Herr? Ich korrigiere nicht mehr. Geht dann vielleicht jetzt nicht. So, wenn die hier da sind, kann weiter vorgerückt werden. Alles klar. Gott, dann einfach durch so umleiten. Ja, ja. Bin. Gut, Abmarsch jetzt den Stromleiter und entsprechend querfeld ein. Bis auf Solo Solo 2 vorrücken. Das ist die kleine Hütte da, ne? Danke, ja. Die müssen doch gar, sie müssen doch gar nicht mehr auf die Knie. Ja, ein paar Hütte.
Das ist wichtig. Genau. Mach du. Ach, stimmt. Dann brauche ich Hagen Lutze wieder bei mir. Wir kommen direkt mit. Wir marschieren ab. Wir kommen direkt mit, Finn. Glorious, Morty! Aufschließen! 1-1-1-2, wir rücken ab, lassen das MG zurück. Okay, du ziehst gleich nach. Ja, verstanden. Yuki, aufschließen. Jungs, mit gehobener Waffe rein. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Finn, ich will, dass die Flanken hier an der Straße in den Wald reingesichert werden. Sicherungsposition jeweils an Waldkante. Wo ist dann mein MG? Ist das jetzt nachgerückt? Ich bin das hier. Ist mit nachgerückt. Dann hier, haltet euch hier mal beim ersten Holzstoß auf und sichert in Richtung der ansteigenden Flanke. Haben wir schon. Der Rest mit mir. Okay. Und Kreuze. Monty Glorious hier hinter die Baumstämme noch nichts gesichtet. Ich ziehe gerade die Punktumsicherung ein. Und dann hier im Angeblick Richtung in den Wald sichern. Monty. Finn, du wirst gerufen. Wie der Feind auch ja über den Platz hört. Ja! Sind wir noch? Position halten, ich rück zum Truppführer zurück. Seht ihr die Baracke? Haltet ihr unauffällig. Was sehen wir? Das sind Militärzelte. Ach, da hinten! Wer weiß, vielleicht ist es doch bloß die Feuerwehr. Da bewegt sich aber nicht, oder? Noch nicht. Schön. Hier erstmal auf. Der nächste Sprungpunkt sind die Steine und Hölzer von hier aus Richtung 170, der Holzstoß da im Wald. Das ist deine nächste Position, von da aus dürftest du den Kram sehen können. Die Infanterie, also den Rest, ziehe ich gleich links durch, dass wir schnurstracks, wenn wir jetzt gleich drauf zugehen sollen, zwischen den beiden Tanken durch quasi, also eine markante Stelle. Finn, wo sind genau die Zelte? Du kannst die Zelte zwischen den beiden markant Tannen Richtung 150 sehen. Yuki, führ mal schon mal den Sprung aus. Der andere Trupp guckt da schon so weit vor. Jawohl, Gerhard. 1-1 hier, 1-2, sie nähern sich jetzt direkt 12 Uhr. Hagen, Yuki, Hagen, Lutze, mir nach. Jawohl. Gesundheit. Auffächern. LKW oder Auto oder irgendwas steht da noch?
weiter oder? Also bescheiden, Alter, so eine Scheiße. Was denn? Springt am MG-Trupp rechts vorbei und positioniert euch auf gleicher Höhe, Hagenlotze. Rechts. Nicht vor dem Trupp, hinter dem Trupp lang. Ja, machen wir doch. Sagt mir, sobald die dazwischen laufen komplett, dann müssen wir verlagern. Da hinten ist noch ein Lagerfeuer. Hast du gesehen? Nee. Lagerfeuer sehe ich. Oder meinst du Lutze? Nee, ich meine dich. Oh, ich sehe es auch. Und daneben ist ein Sandbunker. Rechts daneben. Ja? Im Zelt an Leute. Ich sehe es, ja. Haltet nochmal das Feuer. Erst wenn die schießen. Finn, komm mal bitte her. Ja. Guck mal, da wo ich hingucke, zwischen den beiden Tannen, da steht irgendwas mit irgendwelchen Stangen oder Rohren oben drauf. Achtung, eigene fließen jetzt ja, in die Objectives ein. Ja, da ist ein Schießstand da hinten rein. Hat ein Schießstand? Ja, hier auf der rechten Seite. Achtung, eigene... Nee, ich meine auf der linken Seite. Ja, verstanden. Ich führe aus, Rücken vor. Vorrücken auf die Zelte! Jawohl! Ihr habt gehört, Schützenrudel und Marsch zu den Zelten. Langsames Vorrücken, kein Gerede da! Nur das Feuer erwidern, nicht das Feuer eröffnen. Jawohl. Verstanden. Entwarnung! Zelte bereits gesichert. Rauf und runter. Tim, bau mir bei den Zelten schöne 360 Grad Sicherung auf. Notfalls fließ in die Sicherung mit ein. Und nimm den Monty und Glorious da mit rein, bitte. Ich muss ins Zelt. Ach, das hier war das. Ja. Ich hab nur Waffe gesenkt, dass die sehen, dass wir zu uns gehören. Nur dann sollten sie eine Uniform sehen. Hagen, Lutze, ja, rammel die Steine in meine Blickrichtung. Ach du Scheiße. Wohin guckst du denn? Ja, da wo ich jetzt hingucke. Hier, die drei Eiersteine hier. Das ist ein Ausbildungslager von den Feinden oder von uns? Falscher LKW vor allem. Jo. Also eventuell auch davon. Niemand weiß es. Ja gut, dann kann ich mir in Ehrung machen. Lass es lieber sein. Bringt eh nichts, außer weniger Geld. Denn? Decke hier, gell? Also scheiße. Aber ich bin schon mal positiv überrascht, wenn sie nur auf diese Entfernung gehen. Okay. Nehmt euch da bitte nicht, wenn ich irgendwas nachher bei der Rückgabe der Ausrüstung mehr habt, als ich euch ausgeteilt habe, gibt es aber mehr gar nicht. Wir haben noch zwei Kisten mit Equipment gefunden und fern wird es bis Splitterschutzweste bis hin zum Zinn. Thank you.
Also können wir einer rauchen gehen? Habt ihr eure Zelte dabei? Jawohl. Ja. Eventuell bleiben wir hier, so dass ihr Bescheid wisst. Was passiert bei Jürgen? Jawohl. Das ist ja höchst interessant. Das ist Sache der Gerolljagd. Lustig. Dass der E-Ring wieder gefunden wurde. Lutz, hast du eigentlich schon. Stecken Sie den Erdboden auf Feinde ab? Ja. Prüfen Sie Ihren Sicherungsbereich. Nee, ich bin ja so ein kleiner Botaniker und der Pilz sieht so sehr interessant aus. Hier ist ja noch einer. Möchten Sie, dass Ihr Kamerad während der Wache erschossen wird? Nee. Dann halten Sie Ihren Sicherungsbereich. Jawohl. Lutz, hast du eigentlich schon mitbekommen, dass ich einen neuen Computer gekriegt habe? Lutze? Lutze! Ich glaube, der ist kacken. Was denn? Hast du eigentlich schon mitbekommen, dass ich einen Computer gekriegt habe? Bitte was? Ob du schon mitbekommen hast, dass ich einen neuen Computer bekommen habe? Nee, ich hab's nicht mitgekriegt. Ja, ich habe einen neuen Computer bekommen. Cool. Ja, wa? Finde ich auch. Ist ja gut. Da schlaf nämlich ich. Oh, ich war ganz kurz weg. Mach's gut. Ich denke, wir übernachten hier. Ich habe euch ein bisschen Zeug mitgebracht, dass ihr die Helme abtarnen könnt. Wir sollen die Helme tarnen. Habe ich doch schon. Nein, du nicht. Ja. Echt nicht? Nein. Alter, was ist denn hier los? Habe ich doch schon dreimal gemacht. Oder muss man das jedes Mal neu machen, wenn man den aufsetzt? Jetzt ist er getan. Muss man das jedes Mal neu machen, wenn man den aufsetzt? Das weiß ich nicht. Ich glaube ja. Das kann er. Anderer Teiltrupp. Richtung Ost. An den Kisten vorbei. Das heißt Richtung Ost. Können ja nicht viele Leute sein, die hier übernachtet haben. Nö. Bei dem ganzen Equipment und dann nur ein LKW? Hast du nur ein Schild aufgeschrieben? Bitte? Hast du nur. Nein. Eieiei, ich sitze im Sonnenschein. Ich würde so gern bei dir sein.
Ja. Ja, wird noch gesammelt, die Truppe gerade. Großteilig verteilt. Ja, alles gut. Ja, Phil. Wir gehen selben Weg zurück auf Straße und dann zurück. Ja, negativ. Direkt auf 12 Uhr sind die Nähekosten. Ah, okay. Also 260, ja, Richtung West. Und ja, wenn wir Straße angekommen sind, geht's dann Richtung Foxford. Mal die Gruppe vollständig. Gut, Abmarsch. Spitzenreihe bilden hinter mir. Im Marsch. Wir haben unseren Kommandanten verloren, Sir. Ja. Ja, er hat uns verloren, nicht wir ihn. Nein. Mein Spiel spielt gerade schon wieder ab. Ja, Finn hat euch doch einen Platz. Würde ich jetzt eher als Kolonne nehmen. Finn kann. Kann er, kann gleich sein, dass ich gleich einschlafe. Der Wald ist ein wenig eng und deswegen Bock. Ging jetzt in dem Bereich, aber gut. Egal, wir machen hier wieder. Kann gut sein, dass ich gleich einschlafe bei mir. Ja. Hä? Warte. Ja. Was gibt's? Schon wieder so ein komisches Feld.
Junge, ist der Sprit dir teuer. Wir gehen jetzt komplett in die Mitte. 20 Euro kostet der Diesel hier, ey. Ah, ah, ja. Wieder. Ohne Instandsetzungstrupp läuft alles, aber nicht so Fuß. Stepp, was ist eigentlich mit der Versetzung zur Artillerie? Danke, danke. Hä? Was ist denn hier mit der Versetzung zur Nutzung? Noch irgendwelche Sonderwünsche? Reicht erstmal, wenn wir Logistik hier einführen. Stadt wieder ober. Trotzdem brauchst du unterwegs was zu essen, oder? Was zu fliegen wäre cool in der Mission. Wenn jetzt schön auch die Eingänge links und ja, rechts einblicken, ja. Also nächste Woche sind die ganz viele Leute nicht da. Das wird eher eine kleine Mission. Mit Logistik aber. Und vor allem mit Bordes einsetzen. Ah, ich muss 1-1, ja, 4-1-2 nee. Haben Voraus. Ist ja normal, 50 ja Meter, Event, eine Straßensperrung. Da können ja keine Gäste mitmachen. Wieso machst du Tag 2 oder was? Tag abhängig gemacht. Ja, samstags ist CTF und freitags ist First. Hilf mir am Samstag, obwohl wir wenig Leute sind von uns selber, ja, keine anderen Leute einladen zu spielen. Ja, das sind wir jetzt von vorne rechts an dem gelben Haus. Ich überlege auch schon, ob ich vielleicht. Wenn einfach Straßensperrungen laufen, beziehungsweise die Baustellen. Kleine Patrouille durch den Dschungel oder sowas. Mit Fahrzeugen. Ja, ich kann weiter kann schon sagen, nehmen wir eine größere Patrouille durch den Dschungel reserviert. Mich weiter in den Dschungel zurückgelegt. Ah, okay. Weiß nicht, was dann schneidet oder kann. Das wäre dann doof, ja. Zivilisten nähert sich von rechts links. Hallo. Zivilist, rechte Seite. Ah, ich hab grad gesagt. Ich hab von links gesagt. Ich sag von rechts. Achso, ja, stimmt. Mal ein bisschen zu, Dingens auf. Ich hallo. Natürlich von rechter Seite, ich kann es auch gerne wiederholen. Ein Akkuschrauber. Bauen wir einen Akkuschrauber? Reicht, kannst jetzt ganz wieder laufen. Hallo. Hi. Hey. Der Chef ja möchte, dass wir ihn hören. Ja, möchte ich. Nicht lauter reden möchte. Ja. Zurück zu Alpha. Fragezeichen. Warte. Oder wo sollen wir jetzt hin? 1-1, hier 1-2. Host Inek. Was ist denn das, eine Bar? Jetzt weiter zu Alpha kommen. Tag. Host. Oder Host Inek? Weiter Marsch. Den man gehört. Wir gehen weiter. Nächste Woche Samstag geht dann weiter mit Tag 2, Monty, oder was? Ich habe meine Feldmütze wiedergefunden. Hä? Hey? Die war in meinem Rucksack. Monty, wir gehen. Rennen. Marsch. Maschi. Du Maschinist. Ich hab überhaupt keine Orientierung, wo wir sind. In Watte. Ja. Wenn du willst, kannst du auch meine Mission dann noch. Noto Pepka sind wir. Ich muss kurz zeigen, was ich habe, weil es gibt hier schon Zeit mit dem Weg, den man zurücklaufen könnte, wieder zum Startpunkt von der Patrouille, von okay. Meiner Mission. Weil meine Mission ist ja von A nach B, dann kannst du von B nach A wieder einen anderen Weg nehmen. Es gibt nämlich zwei geile Wege, ich muss mich entscheiden.
Ja, meinetwegen. Also wir können das auch so machen, ja. Monty, wir waren in Notto Pepka. Oder Pepka? Ja, irgendwie so. Wisst ihr jetzt Bescheid, wo wir sind? Nein. Also ich weiß, dass links von uns der scheiß Turm ist und wir gleich eigentlich wieder in der Base sind, glaube ich. Ja, stimmt. Die ist ja da vorne irgendwo. Stimmt, jetzt wo du sagst. 1-1, hier 1-2. Nach Alpha direkt Kurs auf Base. Komm. Ich glaube, hier sind wir vorhin auch lang gekommen. Das ist jetzt Kreuzung, wo wir erstmal angehalten haben. 1-2, verstanden. Vorne. Ne, ich sehe nicht. Vorhin da, ihr müsst auf dem Feld gelaufen. Ah, alles klar, ich weiß, ja. Aber ich zeig dir noch kurz meine Mission. Dann. Ja, sind wir einmal im Kreis gelaufen heute. Das ist ja Verarsche. Da haben wir halt eine Patrouille gemacht. Hätte man auch mit Auto machen können. Patrouillen sind meistens, dass sie im Kreis enden. Hätten wir auch mit Auto fahren können. Schuss! Oh. Bitte! Schuss! Was? Fehlschuss? Fehlschuss! Oh, Leute, ey, könnt ihr nicht am Zippel reisen? Ja. So ist es, wenn man seine Waffe nicht sichert. Dafür sind wir ausgebildet. Ich hab ein Ding auch drin, glaube ich. Was denn für ein Button? Ja. Waffe immer gesichert, wenn ich hab da was Knöpfe an meiner Waffe drin. Piu, 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 piu. Ja, genau. Piu, 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 piu. Ich muss pinkeln, ey. Ich hoffe, wir sind gleich da. Nein, geh doch. Ja, wir sind gleich da. 200 Meter noch. Also, gleich geschossen, kannst du dann kurz gehen, ich denke ich dann. Okay. Ich dann wohin. Aber ich hoffe, ich bin so. Ey, aber dann mach ein Kreuz an das Dixie, auf welches du da kacken gehst, ja? Ja. Monty? Was? Mach dann ein Kreuz an das Dixie, wo du kacken gehst, ey. Nicht, dass das stinkt, oder? Ich muss auch gleich wieder antreten auf dem Appellplatz. Ja. Basement. Oder lass. Wird nur noch gemarschiert. Oder lass die Tür auf. Heute laufe ich mir einen Wolf. So. Ihr seid richtige Weicher, ja. Ein Blümlein und das heißt Erika. Hallo, die wurden nicht in beide Beine geschossen. Dafür bist du verantwortlich. Was für mich? Ich habe beide Beine geschossen, dafür bist du verantwortlich. Ja, da kannst du. Dafür bist du selbst verantwortlich. Dafür kannst du. Mit erhobenem Kopf in den feindbesetzte Stadt reingelaufen, obwohl es angesagt wurde. Dafür. Verantwortlich, ja, dass und ich habe den Auftrag bekommen, da reinzulaufen und ich habe euch mitgeteilt, die entsprechenden Flanken zu sichern. Ja, die Typen wurden auch gesehen, aber die haben trotzdem geschossen. Du hast nie gesagt, dass er geschossen wurde. Kannst du überhaupt noch laufen? Beste Deckung zu sein. Ja, ja, muss ich ja. Dann habe ich nichts am Hut. Da bekommt ihm die Beine in die Hand eine ganz neue Bedeutung, wa? Früher fuhr ich einen Golf, heute laufe ich mir einen Wolf. Das Problem ist, wenn du gleich eine Waffe fragen, ich bin nicht dazwischen, leider. Da habe ich meinen Helm so schön getan. Ja, aber. Weißt du dich in den Dreck? Am wenigsten nach Tagen seine Panzerfaust nicht benutzen müssen. Warum nicht? Wegen der Milch. Ich brauche eine Pause! Hagen braucht eine Pause! Er läuft weiter! Hey, geht aber nicht! Machen kurz, wir hocken kurz ab. Dupdidu. Ja, hock dich kurz ab, damit wir. Ist schon gut, wir laufen. Wir laufen einfach zurück. Da geil. Passiert eh nicht mehr. Hoffe ich. Oh, geht wieder. Ja, diese
Panzerbüchse, die ist schwer. Ja, Alter, weißt du, wie viel die wiegt bestimmt? 12 Kilo. 13. 13. Gut, das Ding ist ja auch aus 1968 oder so. 68? 1279. Ne, ich glaube noch von Dresden 45. Na, Dresden, ja, auf jeden Fall 1880, ne? Boah, ich muss 88. Pissen. Können wir nicht ein bisschen schneller gehen? Ich muss pissen. Ist der letzte Mann wieder dran? Ja. Dann weiter. Marsch. Leg doch einfach was Schweres auf deine W-Tasse, dann gehst du schnell pinkeln. Auf den W-Muskel, meine ich. Bei mir explodiert's gleich, echt. Ich habe eine Splitterweste an, du, keine Sorge. Alles schick. 1, 2, ne? Ente. Ich begrüße Sie. Früher fuhr ich ohne Golf. Heute laufe ich mir einen Wolf. Rika! Und wegen Reinschieben von heute Mittag oder warum? Ja. Wem rein? Warum singt ihr eigentlich nicht das Panzergrenadierlied? Warum schiebst du das nicht an als Truppführer oder Gruppenführer? Echt? Und ihr, wenn ihr mir Fragen gestellt. Sag mal, musst du mir jetzt die ganze Zeit noch hier ans Bein pissen auf dem Rückweg? Ja, besser als ins Bein geschossen, oder? Das ist die richtige Antwort, das ist ganz einfach. Besser als ins Bein geschossen, oder? Einfach mal die Klappe dahin. Früher fuhr ich eine Golf, heute lauf ich mir einen Wolf. Sieh, was hat der Bund mir angetan? Wie ging denn das? Was? Wie ging denn das? Ich kann nur. Das irgendwie. Mein Hut, er hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätte er nicht drei Ecken, dann wäre er nicht mein Hut. Ein belegtes Brot mit Schinken, Schinken. Ich brauche eine Pause. Pause. Ein belegtes Brot mit Schinken, Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei. Ei. Das macht zwei belegte Brote. Eins mit Schinken, eins mit Ei. Und dazu eisgekühlter Bommelunder. Bommelunder, eisgekühlt. Eisgekühlter Bommelunder. Bommelunder, eisgekühlt. Und dazu zwei belegte Brote mit Schinken. Schinken! Zwei belegte Brote mit Ei. Ich kann wieder. Ich kann wieder. Geht wieder. Marsch. Zwei belegte Brote mit Ei. Schnauze! Heute mal die Barben. Oh Mann. Ich wollte euch ein bisschen unterstützen, ja. Nee, das war jetzt moralische Abwertung. Das war wie heißt das? Wehrkriegszersetzung? Ihr hättet auch alle mitsingen müssen, ja? Langweiler. 1-1, hier 1-2 erreichen jetzt FOB-Kon. Achso, das ist jetzt besser, was Finder singt, ja? Ich höre nichts, was Finder singt. Chingarasa. Ab jetzt marschieren. Chingarasa Bum singt, ja. Ja, verstanden, wie tritt man. Apropos Hoden, was gibt's zum Mittag? Wie spät ist denn das? Ist überhaupt schon Mittag? Boah, ist doch gerade mal 3:15. 5 vor 3:15 ist es ja. Sind du jetzt schon Mittagessen? 5 vor 3:15. Also ja. Ja, wir haben irgendwann um 7 ja. Frühstück, wir waren jetzt auf dem Marsch. Also ja, hoffentlich gibt's am Mittag. Waffe wird geschultert. Erstmal muss ich ja nach rauchen. Wollen wir die Waffen gleich entladen? Ja, das wollte ich auch zuerst sagen. Ich hab nicht einen Schuss abgegeben, ey. Ich bin wieder. Ich hab nicht mal einen Schuss abgegeben, ey. Ich bin wieder super. Super geil. Mensch, der pennt ja immer noch auf dem Ding. Halt! Fällt mir zu drauf! Drauf! Ladet eure Waffen. Gut, Waffen gesichert und
1-1, Bravo. Jetzt fehlt nur noch Gerhard und Nutze. Helm absetzen und Fellkappe an. So, Morty, kriegst du auch nochmal deine Feldmütze aufgesetzt? Was? Ich bin noch dabei. Musst du denn immer der Letzte sein? Oder hast du dich schon wieder verloren? Lass antreten. Okay. Dann nehmen sie die Ohrenstöpsel raus. So, und weiter. Gut, Monty, jetzt mal wieder ran, tschüss. Eins, zwei, keine Schlägerei. Kann dir nicht einfach mal 3 Sekunden die Fresse halten, der Schmutzki? Was? Kann der Schmutzki nicht mal 3 Sekunden die Fresse halten? Nein. Klärt das unter euch in der Kaserne. Jetzt will ich hier Ruhe endlich verdienen. Verklopp dich erstmal. Kann nicht nachvollziehen, dass ihr Respektpersonen einfach nicht akzeptieren könnt und ständig immer irgendwelche Dreckswiderworte kommen müssen. Das kotzt mich an. Feldwebel, sind Sie fertig? Ja, ich bin fertig. So. Eintreten. Von weg. Ist nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe. Aber es gibt Regelformen wahrscheinlich. Zweitens, Disziplinarverfahren gegen Gefreiten Embargo. Sowas passiert nicht wieder, hoffe ich. Denen das nicht klar ist. Bedeutet, der Feind weiß, dass heute hier in dieser FOB ein Wechsel der Truppen stattfindet. Oder stattfinden sollte. Der vorige Zug bleibt heute noch hier. Wir schieben trotzdem Wachen, verstärkte Wachen. Bedeutet, jeder hält erstmal Wachen und es wird erstmal ins Bett gegangen und dann auch noch gewechselte Wache. Als erstes übernimmt die Gruppe 1-2, 1-1. Kann in die Kantine gehen, mal richtig frühstücken, beziehungsweise Mittagessen inzwischen passt. Alle Offiziere treffen sich in der Linie im Tactical Operation Center hin. Des Weiteren der gefreite Embargo hält sich wieder auch in der Nähe auf. Eventuell muss er mein Fahrer runter in die Basis Design nach Elektro, genau. Um weiteres Vorgehen zu besprechen. Wir erwarten heute Nacht eventuell einen Angriff. Ich hoffe nicht darauf, ich hoffe, der Feind ist jetzt bewusst. Was bedeutet es, dass unser Einsatz bei weitem nicht so entspannt wird wie gedacht? Unser Aufbau mit Vertrauen aufbauen mit ziviler Basis, damit fast schon fehlgeschlagen. Wir haben es gesehen, als wir durch Foxtrot gelaufen sind. Die reagieren nicht mal auf uns. Die lassen sich nicht ansprechen. Oder im schlimmeren Fall betreten nicht mal mehr die Straße. Was das für die Zukunft bedeutet, kann ich noch nicht sagen. Kann ich Ihnen erst am Morgen früh im Appell dann genauer erklären, beziehungsweise Ihrem Unteroffizier erklären, Ihnen das dann. Dato, Kanabusa, erklären Sie Ihren stellen Sie einen Mann ab, einen Obergefreiten, wen auch immer, der das organisiert mit Ihrer Wache. Wir haben 3 Türme mit zu besetzen. Die 2 Türme, wenn ich korrigieren muss. So wie ich mir 1 oder 2 Männer die ganze Zeit vor der Kantine sehen. Also vom Hauptgebäude. Verstanden, gut. So, Meldung noch kurz vom Spieß. Für die Leute, die nicht auf der Wache sind, minimal. P8 mit einem Magazin drin. Immer auf Mann. Ab jetzt. Verstanden. Los. Dann gut. Dann wegtreten, Befehle ausführen. Ich erwarte den Führungsstab in circa 2 Meilen. Gut, Obergefreiter Ben. Ja. Gefreiter Yugi. Jawohl. Alles erstmal zurückführen. Waffen, Munition hole ich nachher ab. Auf jedem Turm. Verstanden. Und 2 Personen vorne an der Kantine der Rest, die Wache schieben. Erstmal am besten Monty und Hagen vorne an der Kantine. Runterkommen. Ja, verstanden. Und danach gemütlich Frühstück. Finn. Beziehungsweise mit der Geist. Gut aus. Gut.